Fahrzeug entwickelt haben. Ganz kurz vielleicht, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind auf dem Südufer des Hafenbeckens. Da werden natürlich verschiedene Produkte umgeschlagen, wie man sehen kann. Sind da Kräne und ja, wie beim Schiffweg werden dann halt die Rohstoffe, Kunstdünger, Getreide, Schrott und diverse andere Produkte werden hier umgeschlagen. Wir fahren dann wieder raus und fahren dann rüber Richtung Container Terminal. Dort werden die Container umgeschlagen, teilweise von der Bahn auf die Straße und wenn es notwendig ist, auch natürlich aufs Schiff.
dem Bereich der Firma Renos Logistics im Nordhoferbereich. Man sieht es dann rechts, da ist dann das Haftbecken, wo die Schiffe dann reinkommen und da ihre Produkte dann umschlagen. Und ja, da, dahinter sieht man dann auch wieder Stahlprodukte, Quals von der Firma Extra Stahl. Und wir werden dann ein kurzes Stück runterfahren und anschließend wieder zurück. Und wie Sie gesehen haben beim Durchfahren vorher, da ist die Firma Metatunea mit ihren Chemieprodukten, wo man die Stoffe, Rohstoffe sieht, links und rechts von, den, von der Waggongarnitur. Sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen gerade wieder den Bahnhof Krems. Wir, allejenigen, die das Projekt und diese Premierenfahrt unterstützt haben, das Bundesministerium, das Land, die ÖBB, die Cargo Surf, wir alle, Sie, die da mitgefahren sind, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie hier bei dieser Premierenfahrt dabei waren. Sagen Sie es weiter, es funktioniert wirklich, Sie haben es heute erleben dürfen und genießen Sie den Tag. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Wir kommen auf jeden Fall wieder und fahren sehr gerne mit Ihnen eine weitere Fahrt. Ganz kurz darf ich mich noch einmal zu Wort melden. Bedanke mich auch namens aller Passagiere sehr herzlich für das tolle Service, den Einsatz, alle die hier mitgewirkt haben. Besonders bei der ÖBB PV, bei der Siemens AG, für die Bewirtung, bei der Cargsurf und allen Behörden und Verwaltungspersonen. Und ich glaube, das ist noch einen kräftigen Applaus wert. Vielen Dank. Bravo.